gepackt und. Das ist schon echt schon wichtig. Ach nein. Der hat. Nee. Das. Nee. Was? Nein. Doch. Das kann nicht sein. Turbo hat 496 Punkte. Ja, ja. Der ist krass. Was? Der ist richtig krass. Alter, ist der 24-7 hier? Was? Der ist oft da, ja. Ich kenne den Namen auf jeden Fall, aber dass er so viele Punkte hat? Was? Der hat fast so viele wie Patrick. Mach das Patrick weg. Hat 600. Mach das weg, es macht mich traurig. Also. Dankeschön. Du hast den Falschen erwischt, glaube ich. Oder hat er auch irgendwas geschrieben? Nee, du hast den Falschen. Wollt ihr den wegmachen, bitte? Oder der ist ja, mache ich. Der Dank. Ist weg. Ja. Simon, alles gut? Fahr ruhig weiter, ich muss mich hier noch aus dem Baum befreien. Ja, der wurde schon gebannt. War nicht von mir. Aber der andere, der war auch der Richtige. Ba-da-da. Barry? Ja. Wir haben Zeit. Achso, ja. Den würde ich nur ein Timeout geben erstmal. BG-Punkte kriegst du einfach durch Zuschauen. Ganz einfach. Alle 5 Minuten gibt's einen Punkt. Also wenn du ein fleißiger Zuschauer bist, fleißiges Zuschauerchen bist, dann gibt es auch ganz viele Punkte. BG Points ist der richtige Befehl dafür. Nicht Coins, Points. Ja, Points, habe ich gesagt. Oh, wenn der liebe Herr gleich auch noch kommt, bin ich gleich nach dem Stream erstmal ausgelastet mit Support. Aber das ist halt eines der Gründe, Simon, ne, wieso ich diese scheiß Knicklenker überhaupt nicht mag. Genau, der schwimmt die ganze Zeit. Ja. Knicklenker? Oder was, ja, was der Xerion, der ist die ganze Zeit nur am. Achso, ein Allradlenker. Fahr mal weiter, ich mach mal eben die Knicklenkung aus. Okay. Das ist eine Doppelbelegung im Multiplayer. Machst du mit L und da öffnet sich Konto. S. Kriegt man auch, wenn ja, wenn ich den Bot laufen lasse, und das lasse ich den nach dem Stream meistens, dann kriegst du alle 20 Minuten auch einen Punkt weiterhin. Also Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitag könnt ihr nach dem Stream noch ein bisschen weiter da bleiben. Dann gibt's auch weiterhin Punkte, aber halt deutlich weniger. Sven, wieso läufst du übers Feld? Weil ich warten muss, bis mein Güteliner leer ist. Fall dann einfach in den Container da. Welchen Container? Wir haben einen Container. Hier vorne steht einer. Das gucke ich mir jetzt mal genau an. Wie viel kostet das LS-Lenkrad aktuell? 212. So günstig? Ja. Alter. 212 Euro, so viel Plastik finde ich jetzt nicht unbedingt günstig. Ja, wenn du mal überlegst, dass die teilweise bei eBay für 500 Euro weggegangen sind, zur Anfangszeit, wo es rausgekommen ist. Ach, haben sie alles richtig gemacht. Ich weiß noch, ich weiß noch damals, als die PlayStation rauskam, die Dreier. Ja, 600 Euro, ey. 600 und aufwärts bei eBay. Das muss man sich mal vorstellen. Alter. Da kaufst du dir 5 oder 6 Konsolen im Voraus, ne? Verkaufst sie halt für 500 Euro und hast eine Konsole quasi umsonst gewonnen. Aber wo die rausgekommen ist, da hat die auch schon 500, glaube ich, gekostet. Ja. Irgendwie so, ja, die waren relativ teuer. Ich weiß es nicht mehr genau. Komm, wenn ich mit der Bombe auf die 5 kommen. Ja, dann machen wir. Jörg, machst du die 58 fertig? Ja. Können wir uns mal ein größeres Fass kaufen? Wir haben einen Feldrenncontainer hier hinten stehen. Ja, meine ich ja. Ein größeres Fass einfach. Du hast doch den LKW und das Anhänger, du fassen 40.000 Liter rein. Ja. Und wir haben hier hinten einen Feldrenncontainer stehen, wo du es reinpumpen kannst. Aber die BGA ist eh jetzt gleich leer. Dann haben wir mit. Die Punkte siehst du, wenn du Ausrufezeichen BG Points eingibst und absendest. Ohne Leerzeichen alles klein geschrieben. Simon, lass mich wenden. Au. Oh, ich hab dich nicht gesehen. Sagen wir das mal alle. Was? Heute ist Kuscheltag. Mit Leo? Ich geh mal in den Kopf. Werner, was bist du hier eigentlich? Hä? Wir haben einen extra Armerraum. Willst du nicht dahin gehen? Nein, da ist niemand. Ja, vielleicht ist das der Sinn der Sache, dass du da hingehen sollst?
Nein, Leo, du kannst doch nicht immer so fies sein. Doch, kann ich. Weißt du warum? Lo, es ist egal, wie lange du schon dabei bist, Moderator, du bist gut, wenn du dich hier sehr, sehr nett bist hier und dich um die Kommentare kümmerst. Aber jetzt aktuell werden sowieso keine Moderatoren gesucht oder gebraucht. Wir haben genug. Das ist richtig. Wir haben nämlich wie viele? Vier, fünf? Vier. Vier Moderatoren. Ihr drei seid auch nochmal da auf YouTube zur Not. Wir brauchen wahrlich keine mehr. Kümmern uns um die groben Sachen. Und hier in Twitch haben wir auch mehr als genug. Wir haben 14 Moderatoren hier auf Twitch. Ja, aber das sind halt manche Server-Admin, manche dich, ne? Also aktiv, glaube ich, sind das auch so in den Regeln. Ja, auf aktiv sind es weniger, aber wir haben genug. Mit den BG-Points kannst du dir halt beim Gewinnspiel Tickets kaufen. Ich denke, wir können auch mal so eine Musikwunschrunde machen. Dann kannst du auch dir Musikwünsche für die BG-Points machen. Auf alle Fälle. Auf jeden. Eine Musik. Alter, da werde ich dir schon einen reinbringen, Leo. Find ich. Helene Fischer. Ja. Da wird alles gespielt, was... Ich glaube, man kann sogar für BG-Points dann ein Veto starten. Das geht, glaube ich, auch. Ich muss mich mal mit dem Bot ein bisschen dann beschäftigen. Das wird dir noch tun, Leo. Wieso? Ich hab den ja auch von dem Ding drauf. Nein, erstmal schön 10 Stunden Soundtrack von irgendwas richtig nervig. Ja, das wird weggemacht. Also so ein Quark braucht ihr gar nicht erst probieren. Aber bitte nimm nicht Jürgen sein Musikbot. Nein, das wird über den Standardbot laufen und dann über YouTube. Links. Das heißt, ihr werdet dann die Songs bei YouTube raussuchen müssen, dann schreibt ihr Request, Song, irgendwie so, keine Ahnung, wie es genau laufen wird. Und dieses Lied ist halt dann abgespielt. Das ist kein Problem für mich, ich hab's alle von YouTube selber, die Lieder noch sehen. Du hörst bei Jürgens, wie er dieses grausame Lächeln im Gesicht hat. Das hört man einfach, Jürgens. Ja. Kann ich gar nicht sagen. Man riecht Jürgens auch schon wieder, der stinkt schon wieder leicht. Aber prinzipiell finde ich sowas echt richtig, richtig cool. Batzlito, haust rein, bis später. Bring Schnitzel mit. Creeper Style und Hocker Kitty, auch dir oder euch, Dankeschön für eure Follows. Auch ein Schnitzel. Weil Musik, ne, das ist wirklich schon ein richtig geiles Ding. Haben wir eigentlich ein, Dings, ein... Der Meister, 55, auch hier, Dankeschön für dein Follow. Sag mal schnell. Autoreiniger. Ja. Herrscher. Wo steht der? Am Hof. Herrscher. Wenn du zum Lager fährst, kannst du nicht übersehen. Fährst du bald gegen. Ach so, ja, Mensch. Simo, machst du die eine Reihe hier noch fertig? Weil ich jetzt erstmal meine Traktor sauber. Tatsächlich finde ich das Güllefass, was wir auf der Enz haben, mehr als ausreichend, wenn ich ein Mod Güllefass haben möchte. Das finde ich schon richtig gut. Also ich brauche keinen anderes. Wir haben. Ist zufrieden. Also ich finde das super. Also das ist wirklich schön. Ja. Es ist groß, es sieht geil aus. Also es hat einfach alles da, was man braucht. Emil YouTube-Links leider. Keine Spotify-Lieder. Auch keine Abfuck. Ich weiß es nicht genau. Ich muss gucken. Vielleicht geht es auch mit Spotify. Wir müssen es wirklich mal ausprobieren. Dann kann ich da euch mehrere Informationen zu geben. Aber ich weiß es halt. Ich weiß ganz genau, dass es mit YouTube-Links geht. Das weiß ich hundertprozentig. Den Rest muss ich reingucken. Mit YouTube hatten wir es auch schon mal. Das ging in die Hose. Nee, was ging da? Mit deinen Gamer-Strikes ganze Zeit oder was meinst du? Ja, die ganze Zeit, ey. Das ist tatsächlich so, ja. Komisch. Jörg, du brauchst nicht denken, dass ich seit Drecker mache. Oh, ganz schön. Wir haben noch Feld 4. Du brauchst nicht denken, dass ich jetzt seit Drecker sauber mache. Nein. AFK. Musst du ja, so gleich aufhören? Ah, du Spielefessle. Ja, warte mal. Oh, ja, Alter. Ja. Ich schmeiß mein Handy gleich aus dem Fenster, ey. Wir machen gut. Auf jeden Fall das Feld hier fertig. Das habe ich ja gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Eigentlich macht es zur Zeit echt gut Spaß. Vielleicht machen wir dann noch ein weiteres Feld. Was macht ihr da? Das hätte man sehen müssen, Alter. Nimm bitte einen Schein. Ich will mal eben kurz was zurücksetzen. Hab ich fast befürchtet. Nee, wir können wir tatsächlich machen. Werde ich machen. Können wir machen.
zum Düngestreuen und so weiter reicht auch ein Steier, dann haben wir auf jeden Fall auch das abgedeckt. Also man hat es dezent gemerkt, dass Jürgen zu irgendwas zurückgesetzt hat. Alter, es lenkt. Kannst du Rockstar verlosen? Nee, aber was? Nein, wie heißt das? Scheiße. Werner, wie heißt das? Raubtierbrause. Raubtierbrause hätte ich im Angebot. Was zur Hölle? Wirklich? Nein, das war ein Scherz. Aber Business Boxer weiß, was damit gemeint ist. Schöne Grüße. Gibt es eigentlich bei uns hier Business Raubtierbrause? Laden? Ich glaube. Ich glaube nicht, dass die nur ein Online-Geschäft sind. Also ich glaube, die haben das auch im Laden. Aber in meinem Getränkeladen meines Vertrauens ist das auf jeden Fall nicht drin. Ich mache jetzt voll hochprofessionell den Kuba sauber, den Motorreiniger. Die Raubtierbrause. Einfach mal bei Google eingeben. Ich hab's auch noch nicht gegoogelt. Hatta. Der Boxer wollte uns das damals ansehen. Hatta. Container mit Rückenwänden, alles klar. Hat dann also verständlich hat er das. Schneidwerk mit Druckluftbremse hat er. Wir haben alles spezielle Auswertungen. Dekorenz! Alter, bist du denn des Wahnsinns? Ja. Da. Hat er jetzt wieder was umgeschmissen? Nein. Ja, mich fast. Mopsi ist nur mit 50 fast ist ja lang zugekommen. Am Hof. So, wir machen das hier fertig, dann fahre ich zum Hof. Mache das Ding sauber und dann ist Feierabend für heute. Bis hier. I got you heißt das Lied von Epidemic Sound. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Haben wir noch Mist? Nee, Mist ist eigentlich alle. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, wir haben Jurens, das reicht. Hab ich alles rausgeholt. Gelöst auch mal. Ja, das ist ein Tierbrause bei Enzo. Wenn's aufs Dünger geht. Was? Alles klar. Nee, kann ich nicht. Eine Gülleladung habe ich hier noch. Das kann ich nicht. Jörg, das Einzige, was Leo verlosen kann, ist eine Flasche Pommes. Ja, das kann ich. Eine Flasche Pommes. Ja. Oh, die Flasche Pommes hätte ich gerne. Palim, palim. Palim, palim, eine Flasche Pommes. Werden immer Spiele verlost oder Spiele Keys eher, die wir gesponsert kriegen. Ja. Mach's gut, Oliver, ciao. Freiwillig gesponsert kriegen, ne? Also. Ja, freiwillig. Ich falsch verstehe jetzt hier. Da geht Werner nicht hin und sagt, ey, gib Spiele Key. Nee, das macht der Business. Nee, auch nicht. Auf die Art und Weise haben wir noch keinen einzigen Key bekommen. Werner weiß schon das Neueste, wir haben diesen Qualitätsbutton. Ja, heute. Häufiger, aber nicht immer. Meist halt. Den Rest in den Container. Aber heute. Heute haben wir einen, ja. Heute ist ein guter Tag, was? Das ist richtig. Habt ihr den Container umgestellt? Weil Werner ist schon um 19 Uhr da gewesen. Jo, alles klar, Leo. Ja, merkst du was hier? Du musst hier weg, Otto. Du hängst sowieso am Baum fest. Fahr zurück. Wieso ist das hier ausgeklappt? Schalter? Bist du kaputt schon mit der Kupplung? Ich krieg immer die kaputten Schalter. Schlimm. Sven, mach die weg.de. Was? Was soll ich denn? Merkst du was? Ich habe ungefähr 50 Folgen, ich will nicht sagen fehlerfrei gespielt, aber ich habe keine Menschen getötet. Kaum ist Sven wieder da, ne? Dann wird gefailed. Ja, wer mit voller Arbeitsbreite über die Straße fährt. Das war, das ist gar nicht wahr. Das passiert nur. Das passiert ganz selten. Ja, na, dann, wenn der Schalter kaputt ist. Da, dass Leo jemanden umbringt, das passiert wirklich selten. Wenn er es alles gewollt. Das ist richtig. Ich möchte das immer noch beim Tal erwähnen. Bei diesem komischen Tal, dessen Namen ich gleich schon vergessen habe. Tal? Ja, da wo wir uns beide treffen werden und nur einer von uns beiden zurückkommen wird. Ach so. Dein Todestal meinst du? Ja, nimm das Todestal. Nee, irgendwas mit A. Altbachtal. Der Basketball-Guy, Heiner, servus. Ich glaub, der spielt Basketball. Okay. Ja. Dip, 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 dip.